Datensammlungen, nervige Features. Diese Einstellungen solltest du auf deinem Fire TV Stick schleunigst umstellen. Und ich würde mal sagen, los geht's. Vielleicht hast du gerade deinen brandneuen Fire TV Stick ausgepackt oder du hast schon länger einen und hast aber doch keinen richtigen Überblick gefunden, welche Datenschutz und generell Einstellungen gut sind und welche nervig. Genau das haben wir jetzt für dich gemacht und wir gehen jetzt als allererstes mal in die Datenschutzeinstellungen, die du auf jeden Fall ändern solltest. Geh auf Einstellungen, dann Benutzereinstellungen und dann auf den Reiter Datenschutzeinstellungen. Hier findest du dann Gerät-Nutzungsdaten, App-Nutzungsdaten und personalisierte Werbung. Die Geräte-Nutzungsdaten sammeln nämlich persönliche Daten, um dir Sachen besser vermarkten zu können. Die App-Nutzungsdaten hält fest, wie lange du eine bestimmte App nutzt. Personalisierte Werbung ist auch relativ klar. Das ist einfach die Erlaubnis, dass Apps dir Werbung schicken können, die ja zu deinem Nutzungsprofil passen. Damit du hier auf jeden Fall weniger genervt wirst, stell erstmal alle drei auf aus. Jetzt gehst du in den Einstellungen einen Schritt zurück und drückst dann auf Datenüberwachung. Dieses Feature macht eigentlich nur Sinn, wenn du Daten benutzt, die irgendwie auf ein Datenvolumen aufgerechnet werden. Wenn du ein ganz komplett normales Internet hast in Deutschland, wo du einfach so viel Daten verwenden kannst, wie du möchtest, kannst du das gerne ausstellen. Und jetzt wieder einen Schritt zurück und dann auf Benachrichtigungseinstellungen. Wenn du hier nicht unterbrechen einschaltest, kannst du alle Benachrichtigungen verschiedenster Apps ausschalten. Willst du von einzelnen Apps doch Benachrichtigungen haben, kannst du das unter App-Benachrichtigungen individuell einstellen. Jetzt gehst du wieder einen Schritt zurück und drückst auf empfohlene Inhalte. Hier kann man das automatische Abspielen und die Banner umschalten. Meine Empfehlung ist hier, die automatische Audio- und Video-Wiedergabe zu deaktivieren. Dann wird man nämlich nicht die ganze Zeit genervt, wenn man auf dem Startbildschirm ist und hat einfach seine Ruhe. Ja, Freunde, das sind so die wichtigsten Einstellungen, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, dass man einerseits nicht super genervt wird die ganze Zeit, der Fire TV Stick auch flüssiger läuft, muss man sagen, und man nicht ausspioniert wird. Wenn ihr noch mehr Einstellungen habt, die ich hier nennen soll, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Also lasst uns gerne einen Daumen, wenn euch solche Videos gefallen. Und schaut vor allen Dingen mal hier in diese Playlist rein. Da haben wir nämlich unendlich viele Fire TV Stick Tipps. Gerne mal reinschauen. Und vielleicht habt ihr ja irgendwie ein anderes Gerät neben dem Fire TV Stick. Vor allen Dingen für Smart TV, was ihr gerne mit Tipps versorgt haben wollt. Dann schreibt es gerne mal auch in die Kommentare rein. Wir sehen uns. Macht's gut, Freunde. Und tschaußen.